Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Bei einer Meldung sind wir diese Woche kurz hängen geblieben. Im Kanton Zürich sind die jungen Männer bei der Aushebung fürs Militär offenbar motivierter als in den vergangenen Jahren. Ist das eine militärische Trendwende im Land? Ja, ich bin empört, Frau Nägeli. Also Jean Ziegler, das kann ich mir schon vorstellen. Sie hätten natürlich lieber gar kein Militär. Nein, völlig falsch, Frau Nägeli. Motivierte Rekruten sind etwas Gutes. Schließlich bin ich damals auch motiviert gewesen, als Rekrut wollen. Leider mit dem Che Guevara im Krieg kämpfen gegen das Kapital und die Ausbeutung. Wir hätten zusammen gekämpft, aber leider hat er mich nicht genommen. Die heutigen Rekruten in der Schweizer Armee sind aber einfach nur erbärmlich. Erbärmlich, Frau Nägeli. Die kämpfen nicht für die Revolution, sondern für die kapitalistische westliche Herrschaft, wo das Übel die Ursache vom Hunger in Afrika ist. Das ist ein Skandal, Skandal. Ja. Und der Bundesrat muss intervenieren. Muss er, oder noch besser, die Irukko antreten, zum Hauptverlesen. Frau Leuthard, Herr Parvela. Ja, Herr Ziegler, alles klar. Wer stehen denn Sie dazu, Roger Federer? Sie sind ja als Spitzensportler aus gesundheitliche Probleme untauglich sein für Tennis. Ja, meine Güte, ich meine, hey, wenn so viel motiviert Rekruten in der Armee hat, ich habe noch recht viel Schnee von meiner Villa zu Valbella, oder? Und die können gerne mal vorbeikommen, oder? Ich meine, mein Garten von der Villa ist nur 9 Schuttiplätze groß, oder? Das schafft man jetzt 5. locker in 3 Tagen, oder? Es gibt gratis Schokokugeln von Lindor und Kaffee aus meiner Juramaschine. Ja, wer kann da Nein sagen? Das darf die Motivation hoch behalten. Wie war das eigentlich bei Ihnen, Skifahrer Carlo Janka, damals in der RS? Ja, ich war Militär nicht gut gewesen, auch im Sommer. Immer müssen ich meine Ski angehauen und bin rum bei dem Ersch immer recht weit hinten reingekunken. Der Weltcup geht in diesen Tagen ja zu Ende und es war nicht so Ihre Saison gewesen. Mal, ich habe das sehr genossen. Meine, in welchem anderen Beruf kann man so viel Ski fahren und muss niemandem etwas beweisen. Das Abendwettlauf der schönsten Piste der Welt ist wunderschön. Ganz ein Haufen Piste und das jeden Tag. Dann in der Skihütte einen Ausgipfel verdrücken und ein Schümmli-Pflümli trinken. Fantastisch und ein Traum war es gewesen, diese Saison. Und dann erst noch alles zahlt von den Sponsoren. Sag dann. Ja, Weltwochenverleger und SVP-Nationalrat Roger Köppel, haben Sie auch das Militär gemacht? Ja klar, um was geht's? Ich war sehr ein kritischer Soldat, habe immer die andere Sicht im Mittelpunkt gestellt. Bei jeder Übung habe ich meinem Vorgesetzten gesagt, Herr Oberst, haben vielleicht nicht doch den Feind recht? Oder sollten wir nicht aus dem Helm statt aus den Gamellen essen? Einmal habe ich sogar vorgeschlagen, dass man den Russ in einem Manöver nicht bekämpft, sondern in der Schweiz herzlich willkommen heisst. Wer war sonst noch im Militär? Ich war Militär, schützte Soldat von Schütz. Schütz bin ich. Hausi, Leutweger. Ja, Hausi. Ja, Selfmade-Millionär. Olympiasportler und Turner. Und Schauspieler. Schauspieler. Ja, und Schauspieler. Was haben denn Sie im Militär gemacht? Ja, ich war Schwimmer. Ich bin immer mit meinen Speedo-Bad-Häuschen durch alle Schweizer See geschwommen. Bin ich mit meinen Speedo-Bad-Häuschen. Ein Ablenkungsmanöver. Bei meinem Angriff auf die Schweiz hätte ich den Rückenschwung gemacht in meinen Grenzgewässern. Und der Feind wäre abgelenkt worden. Wäre abgelenkt worden wegen meiner Schönheit. Mit dem kräftigen Körper und dem schönen Bauch. Der schönste Soldat von der Schweiz war. Ganz toll, ganz schön. Er hat gesagt, ich sage Schuss, hat er gesagt. Ein Schuss war ich, eine scharfe Granate. Und ich hätte die Schweiz im Alleingang verteidigt. Wie dort, wo der Winkel redet. Da muss der Winkel reden. Aber anders als der Winkel redet, habe ich auch noch Olympiagold gewonnen in meinen Badhäusern. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast. srf3.ch. Thema diese Woche. Angela Merkel ist zum vierten Mal als deutsche Bundeskanzlerin vereidigt worden. Gut 6 Monate nach den Wahlen. Sie bleibt die wichtigste Politikerin der Welt. So weit sind Sie noch nicht, Frau Magdalena Martulli. Nein. Aber schon klar macht das die Frau Merkel zum vierten Mal. Sie hat ja keinen Sohn oder keine kompetente Tochter, die sie ihren Sohn könnte übergeben könnte. Tut mir leid für sie. Ich kann es nicht jeder so gut haben wie wir. Nein! Du, Magdalena! Du wirst schon eine Bundesrätin. Dann kannst du das Bundeshaus aufräumen.
musst einfach warten, bis der Auftrag kommt. Der Auftrag! Dann musst du es machen. Sonst droht mir von der SVP wieder mal mit der Opposition. Machen aus dem Parmalat einen halben Bundesrat. Mhm. Christoph Blocher, Sie waren diese Woche ja auch in den Schlagzeilen gewesen. Es geht um die Frage, ob Sie Ihre Beteiligung an der Basler Zeitung an Zürcher Tamedia verkaufen und dafür das Tagblatt von der Stadt Zürich bekommen. Können Sie nicht so gut loslassen, dass Sie? Muss ich Ihnen sagen, Frau Wegerli, solange der Köppel mit seiner, also mit meiner Weltwoche noch lesen verliert, lohne ich schon ganz viel potenzielle Wähler los. Mit dem Tausch reiche ich jetzt ja 1 Million Haushaltungen. Das gratis Geschenk fürs Volk. Dann kann da das linke Republik Schweiz mit seinem Journalismus gehabt und seinen lächerlichen 20'000 Abonnenten gerade einpacken. Gibt das zu reden in der Familie, Frau Martula Blocher? Ja, mein Papa kauft doch nicht wie andere Herren in dem Alter ein Harley oder leistet sich eine junge Geliebte. Nein, mein Papa kauft ab und zu eine Zeitung. Ganz viele SVP-Werber sind, sodass ich nächstes Jahr auch wieder gewählt werde. Danke, Papa. Auf meinem nächstjährigen Geburtstag wünsche ich mir den Sitz von Johann Schneider an. Mach ich gerne, Magdalena. Wenn wir schon gerade im Bundeshaus sind, kommen wir zu den Postauto und den 78 Millionen. Im Nationalrat ist diese Woche der Postautobeschiss besprochen worden. Wer hat die Debatte mitverfolgt? Ja, meine ich, alles klar. Sie, Roger Federer, ehrlich? Ja, absolut, meine alle. Der wirkliche Postautobeschiss ist, dass in Valbella nur alle Stunden ein Postauto fährt, oder? Wenn ich mit meinen 10 Kindern spontan will wandern, oder, muss ich immer 3 Privatlimousinen holen, oder? Das ist extrem mühsam. Ja? Ja, Grüner Nationalrat Bastien Giraud, Sie fahren mit Ihrem GA sicher Postauto und darum liegt das Ihnen am Herzen, das Thema, das ist klar. Ja, es ist nicht der Postauto-Beschiss, sondern der Postauto-Schiss. Weil das sind und bleiben Dreckschleudern, die nur schwarzen Rauch verpuffen und unsere Umwelt kontaminieren. Und ich bin für eine Flotte von Post-Velo, die jeder selber schalten kann. Und musst jetzt hören, mega cool. Du, Tato, Postwähler, wie findest du? Ist gut, gell? Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian und Retter. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast. srf3.ch SRF